Ja, und mit diesem verrückten 900 meiner Seite heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Heute geht's vermutlich, vielleicht, weiter mit dem nächsten Story-Mission, die da heißt Bliss zum Morgengrauen. Ja. Dicke Bliss-Party. Vielleicht. Na super. Oh, du hast da was. Oh, da liegt Titan. Warum liegt da Titan? Einfach so. Die Komponenten, cool. Titan. Ja. Gut, dann, Herr Taxifahrer, holen Sie mein Auto. Warte. Ich hab alles getan. Ist ganz stark konzentriert. Ist einfach kein Auto gekommen. Verdammt. Ja, es ist weg. Ich hatte es eigentlich. So, ein. Naja, Tierschützer sollten diese Folgen nicht gucken. Wir jagen nämlich zwischendurch mal was, wo uns vor die Flinte kommt. Eier muss. Wir sind schließlich im Vorderort. Wir müssen ja für unser Überleben sorgen. Auch wenn die ganze Welt irgendwie nicht nach Fallout aussieht. Irgendwas kommt gerade angefahren. Ja, du rastest wieder aus. Ich okay. Dachte, das wäre ein Highwayman, wenn ich ehrlich bin. Nee, war es nicht. Weil da steht ein Fahrzeug, ne? Korrekt. Hast du schon wieder sabotiert? ich weiß zwar nix. Zwischendurch mache ich sowas, ja. Aber dann nehmen wir das Auto. Hast du denn die Lichter ausgeschossen? Keine Ahnung. Entschuldigung. Manchmal ist das so verlockend, einfach kurz die Fahrzeuge hochzujagen. Gar das nächste Fahrzeug nehmen wir jetzt wirklich. Oh. Kurz mit dem Pfeil, Sprengpfeil. Ich hab zwei gewischt. Immerhin. Einen hab ich erwischt. Du hast tatsächlich nur einen erwischt? Ich hab einen erwischt. Eigentlich. Nein, ich hab einen erwischt. Definitiv hab ich einen Headshot gegeben. Für 100%. Und das. Den hab ich erwischt. Sekunden bevor du. Ja, ich sollte mal auf normale Pfeile geben. Ja. Ein, ja, ist es. Führungsopfer. Boah, scheiße! Oha, ich habe aber aus der Entfernung das Entführungsopfer getroffen. Also, der Schuss war schon geil. Hätte nur den richtigen treffen müssen. Oben ist ein Dings. Starte da oben jetzt. Ich hab ihn schon. Das war ein Schussschütze da oben. War was? Wüsste du nicht was? So. Ja. Gestrandet in Judo. Da so ein Fahrzeug. Bist du, dass er gerade auf mich schießt?
Ja. Oh, oh. Ich wollte nicht wirklich auf dich schießen, nicht auf das Fahrzeug. So. Verdammt, ist aber kein Fass. Jetzt müssen wir warten, bis wir... Schön, unser letztes Fahrzeug auch noch weggesprengt. Ja, jawohl. Na, da kommt schon gleich noch was rum. Stimmt. Ja, hier kommt was. So, ich hab Fahrzeug. Sehr gut, dann komm ich mal abholen. Fährt irgendwie in die falsche Richtung. Ja, sag das. Naja, auf jeden Fall, um mich abzuholen. Na, brauche ich nicht. Okay. Da war halt die 3 Caribus, die ich gerade erlegt habe, halt für mich. Ich hatte einen Quad hier. Wollte eigentlich noch die Dings jagen. Da kommt wieder was, pass auf. Ich bin ganz woanders wie du, du bist voll weggefahren von mir. Beide. Dafür gibt es auch wieder nur Teile. Teile, Teile, Teile. Die Teile, Teile, Land. Mhm. Ah, das war natürlich geil. So, du möchtest... Ich dachte, jetzt wendet sich das Blatt, aber wenn wir Joseph um Hilfe bitten müssen, dann liegt einiges am Argen. Wir müssten doch fast alle Caribus mittlerweile ausgerottet haben. Aber kurz mit dem Springpfeil drauf. War was? Okay. Ja, wofür? Dann, unnötige Munition verschwenden, dann baller ich lieber die mit dem Springpfeil alle weg. Also. Ich glaube, da kommt Puma. Kann gut sein. Ich hoffe, du hast jetzt... Beide. Caribou beschädigt. Ne, den ersten habe ich wieder geholt. Guck, der ist nämlich auch unbeschädigt. Oh ja. Dann soll ich wieder mit dem normalen Pfeil arbeiten. Da war ich nämlich schneller wie du. Aha. Gut. Oh, mal was anderes wie ein Caribou. Eine Siege. Thank you.
Hast du ein Fahrzeug hier, damit wir mal irgendwie langsam mal Richtung Mission gehen? Wie denn, wenn du alles unter meinem Arsch wegsprengst? Also ich hab ein Fahrzeug, ich sehe eins. Das fährt aber auch gerade straight an mir vorbei. Nur ist ein Boot, hier, bei mir. Ja, was sollen wir mit einem verkackten Boot? Bis da hinkommen. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, damit dann damit hinzukommen. Boot, ey. Ja klar, mit dem Boot kannst du doch fast dranfahren. Angeflogen. Bleib hier! Komm! Ich schwör's dir. Lass das mal vorbei. Ne, jetzt fährst du! Nö, du willst, wir. Ich hab gehört, du kannst das gut. Du wolltest Boot fahren. Ich nö, du fährst. Hier hin. Nö. Ah, Achtung, Einhorn. Wenn ich jetzt loslasse. Verdammt, dick zu nah. Ja komm, fahr. Du kannst das am besten. Ja, siehst du, du musst Fahrer werden. Ja. Jetzt weiß ich, warum du dich immer kutschieren lässt, das ist voll angenehm. Ja, ich weiß das so. Vorne ist ein halber Mann. Schön in den Kopf geschossen. Geparkt. Doof. Ich finde das sehr süß, dass sie sich vor uns verbeugen. Eine Ungläubige ist eine Sünderin. Eine Ungläubige weiß nichts über unser Leben. Eine Ungläubige hat unsere heilige Flamme wieder entzündet. Wir brauchen Joseph. Er befreit uns von der Sünde. Der Vater erteilt der Sünderin Absolution. Schickt die Sünderin nach Norden. Familie von New Eden. Ihr habt in eure Herzen geschaut und glaubt wirklich, dass diese Sünderin unseren Vater suchen soll? Ja, ganz genau. Wenn man bedenkt, dass er gerade auf dem Typ mit dem Einhorn den zeigt. Schließlich sind wir alle seine Kinder. Bereitet das Sakrament vor. Ja, das Sakrament, bringt das Sakrament. Der Vater führt uns in diesem Moment. Sie soll trinken. Der Sünderin wird gestattet, nach Norden zu pilgern. Sie wird den Vater zurückbringen. Gelobt sei Joseph. Amen. 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 So kannst du die Grenze übertreten, ohne zu sterben. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann verstehen sie endlich, dass ich ihr Prophet bin. Und du bekommst deine Hilfe. Wir kriegen beide, was wir wollen. Wir zeigen dir den Weg. Gut so. Joseph hat ein Heiligtum hoch im Norden.
Das Ritual verlangt, dass du auf dem Weg dorthin Signalfeuer entzündest. Ich bezweifle, dass der alte Mann noch lebt und sie sehen kann, aber wenn du die Feuer nicht entzündest, wird das dein sicherer Tod sein. Denn trotz des Sakraments kann der Norden dich immer noch töten. Dieses Boot und das Feuer können dich schnell und sicher dorthin bringen. Entferne dich nur von ihnen, wenn es unbedingt nötig ist. Benutze den Bogen und entzünde die Signalfeuer mit Brandpfeilen. Bring mir Beweise für den Tod meines Vaters. Und ich sorge dafür, dass du als Freund des Propheten in Erinnerung bleibst. Nun geh. Mit meinem Segen. Du fährst. Kannst du nicht schneller oder fährt das Boot nicht schneller? Fährt nicht schneller. Okay. Willkommen im Bliss. Mhm. Diese drei Worte mich geprägt haben. Also meine Gamerzeit. Ja. Das heißt meine Gamerzeit, meine neumodische Gamerzeit. Meine etwas ältere Gamerzeit haben die Worte kostet doch von dem kranken Kamragu geprägt. Vorzüglich. Was geht ab, Dudes? Bist du das? Ja, aus Versehen. Schneller geworden. Ja. Zünde das Signalfeuer. Komm im Fahren. Ja, welches? Wo denn? Was ist das? Jetzt schon nicht. Da hinten. Oder auch nicht. Wölfe. Zünde die Wölfe. Da hinten das Signalfeuer. Entzünde es. Wenn du so schnell bist, kann ich das nicht. Oh Mann. Hab's. Sehr gut. So, dann ist ein Tor. Halt. Oh, hier oben sind Federn. Viele Federn hinten hier. Keine Ahnung. Wird dir das nicht angezeigt? Nein. Ich weiß, wie man das Tor öffnet. Du weißt, wie man das Tor öffnet. Hier unten. Klar. Na, lass mich fahren. Nimm du die Brandpfeile. Okay, gerne. Weil ich der fucking Auserwählte bin. Kannst
Fuß gleich laufen, Herr Auserwählte. Wieso zu fett? Okay. Das ist ein Hund. Wie sie einfach verbrennen. Das Boot mal was ruhig. Ich halte das Boot ruhig. Jetzt müsste ich ihn getroffen haben. Jetzt aber. Ah, jetzt brennt es. Du hast kaum noch Energie. Da hinten. Jawohl. Na, versuchen wir uns gerade mal ein bisschen. Oh ja. Die Frage ist, wie weit müssen wir? Bis ganz in den Norden. So, wo ist es? Ja, das ist doch da oben, oder? Ne, das ist eine Flamme. Okay. Ich bleib beim Boot oder soll ich mit rein hochkommen? Muss ich mit hochkommen? Ist mir eigentlich egal. Öffne das Tor. Dann kann ich das Boot direkt reinbringen. Ich will immer ein paar Wölfe oben anlegen. Die mich angreifen. So, mal die Wölfe auch erledigt. So, öffne das Tor, ne? Mhm. So, wo denn? Das muss irgendwo da oben sein. Ja. Das muss ein Ticken rechts über mir sein. Nee, das ist nur das Tor, was da markiert ist. Nee, ist es nicht. Ich nicht? Nein, das ist, ist der Öffner. Oh, du hast recht, ich sehe es gerade. Also ich stehe quasi am Tor direkt dran. Das ist bei mir zeigt er immer nur 36 Meter an. Ja, ich, Weg da hinten.
das Tunnel schaffen. Ah, das ist blockiert. Jetzt müsste das Tor aufgehen. Mhm. Boah, wie cool. Muss man wieder ein Signal folgen. Ich hab da was Fleisch fallen. Ja, fahr weiter. Ich vermute, dass wir jetzt gleich da sind. Könntest du recht haben? Könntest du recht haben? Hm? Auf jeden Fall immer bergiger. Jacobs Region im Norden waren ja die ganzen die Whitetail Mountains. Hier muss immer Feuer sein. Das ist Zuflucht, wir haben nur von 6 Dings. Da ist ein Brief. Jawoll. Das meinte ich. So. Da habe ich einen legendären Schuss abgeliefert. Boah, ich hasse das. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Ich bin vom Boot aus darauf gesprungen. Ah, da bist du. Hm. Ein Foto. Wieder ein Vortragspunkt erhalten. Sehr schön. Ja. Gut. Uns fehlen noch 7. So, und die nächste Mission, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder sehr lange dran. Mit, glaube ich, über einer halben Stunde. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Far Cry New Dawn.